befürchtet, dass der Lockdown und die Pandemie zu massiven psychischen Problemen führen wird bei weiten Teilen der Bevölkerung. Und das ist nicht eingetroffen. Das zeigt halt, dass die Auswirkungen von dem Lockdown sehr unterschiedlich sind für verschiedene Personengruppen. Der eine ist vielleicht so ein bisschen besser gegangen, weniger Stress, weniger sozialer Stress, weniger Stress mit der Arbeit. Und natürlich haben wir auf der anderen Seite auch Leute, die schwere existenzielle Ängste haben, auch weil sie vielleicht die Arbeit verloren haben oder befürchtet haben, dass sie ihre Arbeitsstelle verloren haben.